Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Gitarren-Tutorial. Heute wollen wir uns, wenn die Party vorbei ist, von Provinz anschauen. Habe mich in letzter Zeit ein bisschen in die Band reingehört, mit der Zeit für immer besser befunden und deswegen denke ich mal, das wird das erste von mehreren Tutorials für diese Band sein. Also falls ihr auf der Suche nach weiteren Tutorials seid, schaut mal auf meinem Kanal vorbei. Da findet ihr auch unter anderem Tutorials zu vielen deutschen Bands wie An Mai Kantereit oder auch Mickey Chance, Giant Rooks und so weiter. Einfach hier oben klicken und dann kommt ihr zur Playlist bzw. zu meinem Kanal. Okay, jetzt zu diesem Song. Wir brauchen nur 5 Akkorde. Und zwar, der erste ist ein D-Moll. Dafür brauchen wir erstmal eine abgedämpfte, tiefe E- und A-Seite, dass die beide nicht klingen. Dafür lege ich meistens meinen Daumen locker drüber, damit die Vibration quasi abgedämpft wird. Ihr könnt aber auch einfach euch darauf konzentrieren, nur die unteren 4 Seiten zu spielen. Dann brauchen wir eine offene D-Seite als Bassnote, dann Mittelfinger, 2. Bund auf der G-Seite, Ringfinger, 3. Bund auf der B-Seite, auf der H-Seite und mit dem Zeigefinger im 1. Bund auf der hohen E-Seite. Dann brauchen wir ein A-Moll, auch hier abgedämpfte tiefe E-Seite, dann offene A-Seite, 2. Bund auf der D- und G-Seite, 1. Bund auf der H-Seite und offene hohe E-Seite. Nächster Akkord ist ein C, dafür bringen wir jetzt einfach unseren Ringfinger in den 3. Bund auf der A-Seite, immer noch abgedämpfte tiefe E-Seite. Also haben wir 3, 2, offen, 1, offen. Als nächstes brauchen wir ein G. Ich spiele es bei diesem Lied lieber so mit meinem, also ihr kennt es wahrscheinlich alle so, aber weil wir ein paar Variationen machen wollen, um die Klavierstimme zu imitieren, spiele ich es am liebsten mit meinem Ringfinger auf dem 3. Bund der tiefen E-Seite, Mittelfinger, 2. Bund A-Seite, offene D, G und H-Seite, 3. Bund mit dem kleinen Finger auf der hohen E-Seite. Und zu guter Letzt brauchen wir noch ein F-Barré-Akkord. Das bedeutet, wir machen unseren Zeigefinger über die kompletten Seiten im 1. Bund und dann Ringfinger, 3. Bund A-Seite, kleiner Finger, 3. Bund D-Seite, Mittelfinger, 2. Bund G-Seite und da wir natürlich den Barré über die ganzen Seiten haben, 1. Bund auf der H- und E-Seite. Falls ihr noch keine Barrés spielen könnt, könnt ihr dieses F Major 7 spielen. Das ist eine abgedämpfte tiefe E-Seite mit unserem Daumen und dann 3. Bund auf der A- und D-Seite, Mittelfinger, 2. Bund auf der G-Seite, Zeigefinger, 1. Bund H-Seite, offene E-Seite. Okay? Klingt ein bisschen anders. Für dieses Lied finde ich den Barré schöner, aber mit dem F Major 7 funktioniert es auch. Okay, jetzt wo wir die Akkorde kennen, können wir uns das Intro anschauen. Die Akkordabfolge fürs Intro ist D-Moll zu A-Moll zu C zu G. Und wir spielen im Prinzip jeden Akkord einen Takt lang. Entweder wir strummen alles einmal an für einen Takt oder wir imitieren das Klavier, indem wir quasi Bass- und Melodienoten abwechselnd zupfen. Wir haben noch eine kleine rhythmische Besonderheit. Und zwar, wenn wir das Klavier imitieren wollen, dann sind die Wechsel von D-Moll zu A-Moll immer auf die 4 und, dann C auf die 1, zu G auch wieder auf 4 und, also immer auf dem Offbeat. Deswegen würde ich als Zupfmuster hierfür empfehlen, also erstmal der Daumen immer für die Bassseite zuständig, das heißt bei dem D-Moll die offene D-Seite und die restlichen 3 Finger, also Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger für die 3 darauffolgenden Seiten, also hier in dem Fall die 3 untersten Seiten und wir spielen dann immer Daumen, okay, also ich sage jetzt einfach mal Down, Up, Down, Up, Down auf dem D-Moll, dann gehen wir zum A-Moll, gehen mit allen unseren Fingern eine Seite weiter nach oben, dass wir mit unserem Daumen auf der A-Seite sind als Bass und mit dem Zeige-, Mittel- und Ringfinger auf der D-, G- und H-Seite und spielen hier Up, Down, Up, Down, Up, Down. Okay, also haben wir bisher. Okay, dann zum C spielen wir das gleiche Zupfmuster wie beim D-Moll, also Down, Up, Down, Up, Down. Und jetzt auf dem G, ihr habt es richtig erraten, das gleiche wie auf dem A-Moll, also Up, Down, Up, Down, Up, Down. Okay, also insgesamt klingt es dann so ganz langsam. Thank you.
das ist ungefähr die Stimme, die das Klavier spielt. Die Gitarre spielt im Prinzip die gleiche Akkordfolge, aber immer glatt auf die 1 mit Achtel Downstrums. Klingt meiner Meinung nach ein bisschen langweilig, deswegen, also wenn man es so für sich alleine spielt, deswegen dachte ich mir, eine Stimme, um das Klavier zu imitieren, klingt gar nicht schlecht. Aber ansonsten, falls euch das zu schwer ist, könnt ihr einfach nur... Okay, also Achtel Downstrums, einen Takt lang auf jeden Akkord. Ja, aber wie gesagt, bei der Klavierimitation darauf achten, dass ihr von D-Moll zu A-Moll auf dem Offbeat, also auf der 4 und, wechselt und von C zu G auch das gleiche auf 4 und. Okay, dann kommen wir zur Strophe. In der Strophe spielen wir C zu D-Moll zu A-Moll. Und rhythmisch wird so gespielt, dass wir 1 auf C, auf 3 D-Moll und auf 4 und auf das A-Moll. Okay? Klingt also so. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 4 und. Okay? Was ihr als Strumming Pattern hierfür benutzen könnt, ist entweder einfach Single Strums, wie ich es gerade gemacht habe, oder ihr spielt auf dem C. Down, 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 up. Und dann auf dem D-Moll. Down, down. Also so ein bisschen akzentuiert und ihr könnt auch den Druck von den Seiten nehmen, dass ihr dieses abgehackt habt, dieses okay. Und dann machen wir auch nochmal down up, also down, up, down, up, down auf dem A-Moll, okay, also insgesamt nochmal down, 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 down. Für die Strophe, was er im Original macht, was aber ja, meiner Meinung nach so ein bisschen schwieriger ist, ist, er spielt diese Compound Thirds, das sind im Prinzip so reduzierte Barrés, fängt an mit dem C, das bedeutet Zeigefinger im 8. Bund auf der E-Seite, Ringfinger im 9. Bund auf der G-Seite. Also wenn ihr euch jetzt vorstellt, das ist der Barré, spielen wir im Prinzip die Bassnote und die dritte Komponente des Akkords, die uns quasi anzeigt, ob der Akkord Dur oder Moll ist, ne? Also dritte Komponente ist jetzt hier der Mittelfinger im 9. Bund auf der G-Seite. Wenn wir den wegnehmen, hätten wir einen Moll-Akkord. Okay, deswegen Compound Thirds sehen so aus, also für das C 8 und 9 auf der E- und G-Seite zupfen das einmal, spielen einen Slap, das heißt wir schlagen mit unserem Daumen auf die Seiten, dass wir dieses Snare-Drum-Geräusch haben. Dann zum D-Moll, das ist im Prinzip einfach nur mit unserem Mittelfinger auf dem 10. Bund auf der E-Seite und mit dem Ringfinger im 10. Bund auf der G-Seite. Zupfen das auch zweimal, machen dann auch einen Slap und auf die 4 und gehen wir in den A-Moll-Akkord und das ist einfach nur die gleiche Fingerhaltung im 5. Bund. Okay, also klingt es so. Oder was ihr auch machen könnt, ist einfach nur, ihr zupft den Akkord einmal mit Daumen und Zeigefinger auf dem Wechsel und zwischendrin macht ihr einfach nur wechselnd Daumen und Zeigefinger. Klingt dann so. Und so weiter und so fort. So spielt er es tatsächlich auch live. Die Wechsel macht er einfach rhythmisch so, wie ihr es hört. Immer wenn der Akkordwechsel kommt, Daumen und Zeigefinger zusammen und dazwischen dann einfach ganz sanft, quasi alternierend Daumen und Zeigefinger. Okay, diese Compound Third Akkorde brauchen wir auch für den Pre-Chorus. Der Pre-Chorus ist F zu G zu A-Moll. Oder natürlich könnt ihr es auch nicht als Barré spielen, also F zu G-Moll zu A-Moll. Oder wie er es macht auf der Gitarre, während das Klavier die vollen Akkorde spielt, ist, er spielt auch wieder diese Compound Thirds, das heißt F-Barré oder F-Compound Third ist 1 und 3, 1 und 2 auf der E- und G-Seite. Das zupfen wir. Okay, also quasi einen halben Takt lang F. 1 und 2 und 3 und 4 und dann einen vollen Takt lang A-Moll. Also halber Takt F und G, voller Takt A-Moll und dann beim zweiten Mal einfach nur F, G und von hier aus gehen wir in
den Chorus. In den Refrain, der wird im Prinzip genauso gespielt wie das Intro. Das heißt, ihr könnt euch aussuchen, was ihr macht. Entweder dieses gezupfte, alternierende. Oder was ich jetzt hierbei empfehlen würde, ist, dass wir das strummen, weil es einfach ein bisschen lauter ist als im Intro. Und dafür würde ich sagen, auf dem D-Moll down, 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 down. Und auf das A-Moll dann up, up, down, down, down. Auf das C wieder das gleiche wie auf dem D-Moll, also down, 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 down. Und auf dem G wieder up, up, down, down, down. Insgesamt haben wir dann das ganz, ganz langsam. Jetzt gibt es hier im Prinzip noch eine kleine Variation, die ihr machen könnt. Auf dem G, um die Klavierstimme noch mehr zu imitieren, könnt ihr mit kleinen Finger im dritten Bund auf die H-Seite gehen, mit dem Zeigefinger danach im ersten Bund auf die H-Seite und dann offene H-Seite und danach mit dem Zeigefinger im zweiten Bund auf der G-Seite. Da haben wir dieses, was das Klavier im Prinzip immer als Übergang zurück zum D-Moll spielt. Also klingt es dann so. Gehört, also diese Melodie im Prinzip über den Akkord gelegt, also 3, 1, 0 und dann 2 auf der G-Seite. Okay, nach dem Refrain spielen wir einfach nur die Strophe, den Pre-Chorus und den Refrain genauso wie vorher. Dann haben wir noch eine kleine Bridge, würde ich sagen. Das ist im Prinzip aber auch nur die gleiche Akkordabfolge von Intro und Chorus, also D-Moll, A-Moll, C und G. Etwas ruhiger gespielt, also würde ich vorschlagen, einfach Einzelstrums. Und dann gehen wir, wenn es sich wieder ein bisschen lauter aufbaut, wieder in das Strumming-Pattern vom Chorus. Spielen die gleiche Akkordabfolge nochmal mit dem Strumming vom Refrain. Und das ist auch schon das ganze Lied. Ich hoffe, das Tutorial war einigermaßen verständlich. Ihr konntet das Lied gescheit lernen. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben, schaut mal auf meinem Kanal vorbei und würde mich freuen, wenn ich euch da wiedersehe. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!